Wir haben überlebt. Nun ist es an der Zeit, dass wir unser Leben wieder in die Hand nehmen und eine neue Zivilisation am Rande des Weltalls zu erschaffen. Niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. Heute präsentieren wir euch die Early Access Version von RimWorld, einem Aufbausimulationsspiel von Ludeon Studios. Das Spiel erzählt die Geschichte von drei gestrandeten Weltraumfahrern, die auf einem fremden Planeten am Rande des Weltalls eine neue Zivilisation aufbauen möchten. Oder besser gesagt, müssen. Doch bevor das Abenteuer in der neuen Welt beginnt, hat der Spieler bereits im Hauptmenü die Möglichkeit, zunächst einmal allerhand Einstellungen vorzunehmen. So können wir uns einen neuen Planeten generieren lassen, uns die Map des Planeten ansehen, einen Landepunkt aussuchen, die Eigenschaften und Namen unserer drei Hauptcharaktere bestimmen und sogar den Schwierigkeitsgrad wählen. Dies tun wir in Form der sogenannten Erzähler-Key, welche Einfluss auf den Spielablauf nimmt. Da hätten wir beispielsweise die ausgewogene Cassandra Classic, welche den Schwierigkeitsgrad nach und nach ansteigen lässt. Phoebe Chill Out, welche dem Spieler ein langsameres und entspannteres Spielen ermöglicht. Und natürlich den großartigen Reiner Zufall, welcher uns je nach seiner Laune die eine oder andere heftige Katastrophe bescheren kann. Haben wir endlich alles ausgewählt, geht es direkt los. An unserem Landepunkt ausgesetzt, können wir uns bereits den ersten Aufgaben widmen. Auch hier gibt es wieder allerhand Möglichkeiten. So können wir genau bestimmen, wer wann in welchen Abständen was für eine Arbeit nachgehen soll. Die Menüpunkte sind zahlreich und wirken auf neue Spieler im ersten Moment vielleicht ein wenig einschüchternd. Dazu gesellen sich noch die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Charaktere und Siedler. Jeder besitzt seine eigene Vorgeschichte und Fertigkeiten und ist daher auch nicht auf jedem Gebiet zu gebrauchen. Dazu gesellen sich die Launen der Arbeiter, die stark durch Zustände wie Hunger oder Müdigkeit beeinflusst werden. Bei RimWorld geht jedenfalls, nur ein zufriedener Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Außerdem ist hin und wieder auch kämpferisches Geschick gefragt. So solltet ihr stets die Besten der Besten in einen Kampf schicken, um nicht komplett chancenlos zu sein. Die unterschiedlichen Statistiken und Fertigkeit eurer Mitstreiter solltet ihr daher gut im Auge behalten. Da RimWorld auf einer Engine für Taktiksimulationen basiert, setzen die Kämpfe auch ein gewisses taktisches Verständnis voraus. Kampfkraft alleine ist daher noch lange kein Garant für den Sieg. Auch die intelligente Gegner-KI müsst ihr deshalb immer im Auge behalten. Generell muss man sagen, dass das Spiel vielleicht nicht unbedingt anfängerfreundlich ist. Und das, obwohl euch das Wichtigste stets durch Textboxen erklärt wird. Die sinnvolle Anordnung und die ersten Kampfhandlungen erweisen sich da trotz der Hilfe als problematisch. Da ihr generell sehr viel im Auge behalten müsst und eine Vielzahl an Menüpunkten und Interaktionsmöglichkeiten vorhanden ist, kann das Spiel trotz frei wählbarer Schwierigkeitsgrade für den einen oder anderen Frustmoment sorgen. RimWorld richtet sich von daher eher an erfahrene Spieler, bietet insgesamt jedoch ein sehr schönes Spielerlebnis. Der Einfluss, den die verschiedenen Zustände auf die einzelnen Siedler haben, ist sehr gut umgesetzt worden. Auch die Einsiedleratmosphäre wurde vom Spiel sehr gut eingefangen. Das Entwicklerteam sagt es selbst. RimWorld ist eine Mischung aus harter Science-Fiction und dem Wilden Westen. Und genau das wird im Spiel auch auf starke Art und Weise transportiert. Freunde von Aufbausimulationen sollten also auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das war unser Review zu RimWorld. Oben rechts findet ihr unsere Rezension zu Cosmonautica. Darunter Phils Meinungsvideo zu Star Wars 7.
Und wer mehr über RimWorld erfahren möchte, der sollte mal auf den NPC-Online-Schriftzug klicken. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Like freuen.